Die Ukraine steht 5 Jahre nach dem Machtwechsel vor einer richtungsweisenden Wahl. An diesem Sonntag sind rund 30 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Es ist auch ein Stimmungstest für das in die EU und die NATO strebende Land. Der 41-jährige Schauspieler, Komiker und politische Quereinsteiger Wladimir Selenskyj hat seinen Vorsprung auf Amtsinhaber Petro Poroschenko weiter ausgebaut. Nach Umfragen kommt er auf knapp 28% der Stimmen. Poroschenko und Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko liefern sich mit 16-17% ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug in die für April erwartete Stichwahl. Die 36 weiteren Kandidaten blieben in den Umfragen unter 10%. Etwa 20.000 ukrainische und knapp 2.000 internationale Beobachter werden die Abstimmung überwachen. Ich sehe viele Veränderungen in unserer Gesellschaft. Natürlich hätten die Menschen gerne mehr Reformen und mehr Veränderungen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das ist eine Entscheidung, die ich im letzten Moment treffe. Ich würde lieber für Freiheit mit weniger Stabilität als für Stabilität mit weniger Freiheit stimmen. Die Sehnsucht nach Frieden, besseren Lebensbedingungen und mehr Europa ist in der krisengeschüttelten Ukraine fast mit Händen greifbar. Amtsinhaber Petro Poroschenko hat angekündigt, eine eventuelle Niederlage nicht anzufechten.